Alter, bis ich damit eine Spezialattacke machen kann, das dauert ja 200 Jahre. Das ist ja gar nicht geil. Grauenhaft. Ich muss ja mal versuchen, ihn anzugreifen, wenn er so leicht vor mir ist. Also nicht jetzt, aber eben war ich ja so ein bisschen über ihm, ne? Also das Prinzip von dem verstehe ich noch nicht so ganz. Es dauert ja auch viel zu lange, bis meine Energie voll ist. Also Spezialenergie ist ja unten die blaue Leiste. Und wenn wir die haben, dann können wir ja diese Spezialattacke machen. Die Frage ist halt, ob die bei ihm was bringt. Oder machen wir das hier gerade völlig umsonst und mal davon ab, dauert das alles einfach gerade 10 Jahre. Weil ich auch nicht immer Energie bekomme. Das kann halt eigentlich auch nicht Sinn der Sache sein, oder? Vor allem, wenn wir es einfach verkacken. Wenn die Fesseln ja kurzfristig verlangsamen würden, ja. Ja, aber ich glaube, mein Angriff macht ihm halt nicht mal Schaden. Der betäubt ja nur. Ja, wenn du da halt stirbst, so, dann bist du da 10 Minuten rumgelaufen und das bringt ja auch nichts. Deine Gedanken äußern. Ja, natürlich. Deswegen habe ich ja eben, ich habe ja eben auch gesagt, ihr dürft gerne auch, ne, Ideen, Anregungen, PowerPoint-Präsentationen, alles gern gesehen. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe nicht so viele Möglichkeiten. Also sie kann ja nichts machen. Sie macht keinen Damage, sie ist einfach nur da. Anvisieren ist halt auch so eine Sache. Ne? Es gibt ja kein Anvisieren in dem Sinne. Dann triffst du halt manchmal einfach nichts. Nee, also er hat überall einen Block. Also es ist überall, ja, überall geblockt, der Angriff. Wenn du ihn angreifst, sieht es fast so aus, als hätte er derselbe Schutzheld wie die rote Sam. Ja, deswegen versuche ich auch meine Spezialenergie aufzuladen. Aber das kann ich halt nicht, weil ich keine habe. Und die Spezialenergie, die kommt halt aus diesen Fässern. Keine Ahnung, ich habe hier auf 10 Fässer kommt 3-mal Spezialenergie irgendwie rausgefühlt. Und die blaue Leiste muss dann erstmal voll sein, bis dahin bin ich tot. Bis die voll ist. Es muss ja es muss ja ein anderer Kniff sein. Es kann ja nicht sein, dass ich das jetzt machen muss. Also so weit waren wir gedanklich schon, dass man diesen Spezialangriff braucht, den die böse Sam auch genutzt hat, abgekriegt hat. Bin halt gleich wieder tot, ne? Ist halt auch egal. Ey, ich bin ganz ehrlich, ich würde auch gleich nachgucken einfach. Ich habe gar keine Lust mehr darauf, mich damit lange zu beschäftigen. Das ist mir dann auch zu blöd.
Weil das ist halt, ich kann hier halt nichts ausprobieren, nichts. Also es ist halt nicht mehr, also das nehme ich dann auch gar nicht mal auf meine Kappe irgendwie. Ja, vielleicht ist es ein ganz einfacher Kniff. Das kann gut sein, wir kommen einfach nicht drauf. Also irgendwas muss es ja sein. Aber ich komme auf jeden Fall nicht drauf selber gerade. Guck mal, jetzt haben wir nämlich ein bisschen Spezialenergie. Das ist halt das blaue und dieser blaue Balken. Über dem gelben. Aber imagine, wie lange das jetzt schon gedauert hat wieder, ne? Bin gleich so gut wie tot. Oh Gott. Ey, da kam nicht einmal, da waren vier Fässer oder so, es kam nicht einmal Energie raus. Ja gut, weißt du was? Scheiß drauf. Ich werde jetzt nachgucken. Da werde ich jetzt eine Prüfung stattfinden lassen. So. Müssen wir mal kurz gucken. Da reiße ich dann auch langsam die Füße hoch. Vielleicht, wenn er den Charge-Angriff macht und Spawn Mauerbau, dann habe ich, glaube ich, auch schon versucht, oder? Weil das der einzige Moment ist, wo er mal stehen bleibt. Hatte ich, glaube ich, auch schon gemacht. Okay. Da, genau, da ist die Merge, Sam. Dann. Once the main boss appears, use your charged energy bubble on it when it gets close to you. Das, was wir eigentlich schon versucht haben. Then you will need to avoid its advances while your energy recharges. Once it's full, unleash another attack. Rinse and repeat until the boss is defeated. Also es macht Schaden, oder was? Es macht doch Schaden an ihm. Okay, das sieht aber... Also, sorry, aber das Spieldesign sieht jetzt schon eher so aus, als würde er das abblocken, oder? Weil da eine Barriere ist, so eine Wabbelbarriere. Gut, alles klar, dann muss es ja so gehen. Ach so! Ja, dann fliegt die Scheiße einfach in die andere Richtung. Das ist halt auch schön, ne? Das ist halt auch 10 von 10. Also doch 57 Mal treffen. Geil, es wird ein toller Bosskampf. Der wird zum Abgewöhnen, das sei euch. Der wird richtig zum Abgewöhnen. Ich werde so oft sterben jetzt bei der Scheiße hier. So, ne? Aber jetzt mal ernsthaft, es sieht doch nicht so aus, als würde man da Damage machen. Kann mir doch keiner erzählen. So, aber was wir machen können, ist auf jeden Fall uns sicherheitshalber Essen reindrehen, ne? Oh, das ist einfach jetzt schon der schlechteste Bosskampf, EU-West. Das sei euch. Ah! Ah! Okay, guck mal. Wir können den noch richtig, richtig krass aufladen. Ah, jetzt lädt er da unten auch richtig die Energie gerade auf. Ah, okay. Wah! Entschuldigung. Ah! Aha. Und jetzt? Passieren jetzt tolle Dinge? Ach du heilige Banane, ey. Huh! Okay, jetzt macht er wieder seinen... Ja, okay, okay, dann gut. Dann bin ich einfach nur, doch nur inkompetent. Ist okay. Ist okay für mich. Ist okay, wenn sich Dinge dann, erschließen, dass ich einfach nur inkompetent bin. Ist fein für mich. Thank you.
Das tut ihm halt auch ganz gut weh, ne? Die Geschichte hier. Jetzt fährt er da wieder, macht er da wieder seinen Drive-In. Aber man trifft ihn dann aber auch nicht in der Zeit. Mit keiner Energie, sie guckt auch so traurig. Nee, ich glaube, sie guckt generell traurig bei dem Kampf gegen ihn. Au. Okay, wir heilen uns lieber nochmal, ne? Gehen wir auf Nummer sicher. Oh, das war gut. Das war richtig gut. Oh, ich habe keine Energie. Scheiße. Let's go, Lizzie, ja! Ah, scheiße, wir brauchen Energie, um durch das Miasma durchzukommen. Das ist halt ein bisschen ekelhaft. Oh Gott, 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 oh Gott. Ja, dann Zeit für die Ananas oder was? Oh Gott, die Ananas heilt ja überhaupt kein Leben. Die hat ja gerade gar nichts geheilt. Oh nein, ich will nicht nochmal von vorne anfangen. Oh bitte, please no. Yeet! Au! Fuck! Das ist, schmerzhaft. Ja, Heilung ist nicht, ne? Muss jetzt laufen. Das muss jetzt laufen hier, die Geschichte. Au. Ah, ihr hattet schon bessere Bossfights, muss man sagen, ne? Die waren schon cooler. Der ist schon eher scheiße. Ja, ich hatte halt auch keine Energie, um durch das Miasma durchzukommen. Gut, aber wir wissen jetzt, wie es geht. Wir wissen jetzt, wie es geht. Deswegen alles gut. Ich musste ja jetzt erstmal noch ein bisschen seine Pattern kennenlernen, was der so macht. Und dann kriegen wir das hin. Hör auf zu schreien. Mutti muss arbeiten. Hat er mich unterbrochen, der kleine Schlingel, ey. So, dann lad mal auf. Boah, ist halt schön, wenn die Scheiße sonst so hinfliegt, ne? Oh. Der macht mir Angst. Ich hab Angst. Ja, das ging rucki zucki hier. Wir können gerade nicht aufladen. So, warten, bis er seinen Humpty Dumpty Kram hier gemacht hat. Na jetzt. Sehr schön. Das war gut. Dauert jetzt halt nur ein bisschen, ne? Die ganze Nummer. Das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein mega aufgedrehtes Meerschweinchen, dem man irgendwas injiziert hat. Oh mein Gott. Das ist, der hat mich voll angegizzelt, ey. Nochmal mich voll machen hier einmal.
Yes! Das Miasma ist halt echt ein Problem, ne? Wir sind da in unserer Bewegung ein bisschen eingeschränkt. Ein bisschen sehr. Oh. Das ist halt große Scheiße, dieses Zeug, ne? Das ist halt große Scheiße. Oh, das gibt's nicht. Das ist ja fürchterlich. Wir können halt nur durch das Miasma durch, wenn wir da halt Energie für aus... für nutzen. Und das wollen wir halt auch irgendwie auch nicht, ne? Nein! Au! Ich hab Schmerzen, Mami. Ich habe furchtbare Schmerzen. Ich traue mich nicht, mich voll aufzuladen, weil der halt so schnell immer schon bei mir ist. Ich will, dass er weggeht. Mach, dass er weggeht, Chat. Der soll weggehen. Ja, der springt mich jetzt einmal an und bin ich tot. Ja, der Boss ist halt echt nicht funny, ey. Der ist einfach nur anstrengend. Auf nach Östen! Hallo, Twitcher! Ja, ach, deine Mutter, ey. Boah. Oh, da kann ich auch League spielen. Hat ähnlich viel Salz, ey. Das ist einfach gegen das Fass gesprungen. Ja, und schön, Nikolaus, Twitcher. Hallöchen, wie geht's dir? Wir sind hier gerade, wir haben hier gerade ein bisschen die Salzstreuer auf den Tisch gestellt schon mal. Ist angebracht gerade. Salzstreuer stehen schon. Müsst ja oben auftauchen, ne? Salz natürlich heute auch viel. Ja, das glaube ich dir gerne. Das glaube ich dir gerne. Ich hau mir trotzdem mal die Ananas rein. Das war gut. Das war gut. Ein Swoopy hat einen Switch, das fühlt sich gut, so gut an. Ja! Aber ganz, ganz viel Spaß mit dem Buch. Ganz viel Spaß. Gestern war es echt voll bei Nikolaus, das glaube ich gerne, ey. Kam ja auch so plötzlich der Nikolaus. Oh nein, der hat mich unterbrochen. Der hat mich voll interrupted mit dem Scheiß. Aber er macht's halt nochmal, ne? Scheinbar. Boah, Alter, ey, das ist grauenhaft. Der wäre halt richtig easy, wenn er halt nicht über das Miasma ständig wäre, ey, dass man reinläuft.
Stimmt, ihr habt ja noch so ein. Stimmt, ihr habt ja meistens dann noch so diese Nikolaus-Stiefelchen-Aktion und sowas wahrscheinlich, ne? Gut, ich habe Schmerzen. Ich habe sowohl körperliche als auch geistige Schmerzen. Ich krieg auch nichts mehr aufgeladen. Wenn, sobald es mir erstmal da ist, krieg ich nichts mehr aufgeladen, so richtig, ey. Dann ist alles einfach alles nur noch scheiße. Das ist alles nur noch Scheiße. Guckt euch das mal an, ich kann ja nicht mal mehr ausweichen, weil überall nur Scheiße. Es ist überall nur Scheiße. Oh, bitte, ey. Sau. Okay. Kann jemand mal den Salzstreuer nehmen, den einmal über meinen Kopf ausschütten? Ist soweit. Oh Gott. Ist soweit. Der ist einfach scheiße designt. Das ist einfach beschissenes Boss-Design. Ich spiele lieber 3 Stunden mit euch Elden Ring, als diesen Boss zu machen. Safe. Hör auf zu schreien, Marianne. Warum schießt der das gegen die... Ich weiß auch nicht, ey. Das ist einfach komplett lächerlich hier in die Nummer. So. Ja, warte, ich helfe nach. Ja. Schön die Schrotzen draufhalten, ey. So, ich habe einen Error. Meine Energie hat Error. So. Wir müssen zusehen, dass wir ihn auch besalzen. Fuck this. Fuck this shit. Oh. Der hat mich ausgelacht. Du, ich habe keinen Bock auf so eine Art von Mitfahrgelegenheiten, mein Freund. Was? Okay, Zielfindung auch ist da. Am besten immer ein bisschen weiter unten ansetzen, weil dann können wir einfacher oben über ihn hinweglaufen. Ich hau mir mal ein paar Mini-Knödel in die Pfanne und lass es dir schmecken. Knödel sind die Beste. Aber geile Mucke hier. Ich bin dann zum Nachsalzen wieder hier. Perfekt. Sehr gut. Ich kann nichts machen, weil keine Energie. Ich kann nichts tun. Der soll weggehen. Der soll weggehen. Der ist voll der Otto geworden. Der ist nicht nur ein bisschen so ein Otto geworden, der ist schon immer jahrelang Otto gewesen. Mann. Los, noch einen. Aufladen, aufladen. Huh, ich heile mich mal. Achso, ich habe keine Energie. Ja! Fudge you! Oh.
Was für ein Scheiß Boss-Design. Schmutz. Okay. Weiter geht's. Das war schlecht. Spiel ist gut, aber das war schlecht. First try. Dankeschön. Oh, maximale Energie erhöht. Ah, gut, alles klar. Wir können, ihr könnt jetzt aufhören. Nehmt bitte jetzt das Salz von meinem Kopf. Dankeschön. Oh nein. Es sieht wieder so aus, als hätte John eine Perücke. Oh. Aber Lizzy, du bist so schön salzig wie eine richtig gute Pommes. Na gut, dann lass drauf. Dann können wir es auch lassen. John. Alles ist gut, John. Du kannst mich runterlassen. Oben ist niemand, Boss. Was? Wieso ist da oben niemand? Wo ist Alva? Den Ketchup holen wir uns von den massierten Tomaten. Ja! Wir können dich jetzt sehr gut mit Vanilleeis verputzen. Das stimmt. Salted Lizzy mit Vanilleeis, ja? Hier drüben auch nicht. Und diese Rakete ist aus dem Hangar verschwunden. Ja, wahrscheinlich hat Izzy sich Alva geschnappt und ist abgezischt, wa? Lass uns allein. Oh yeah. Lee. Ich hatte zuletzt nicht wirklich viel Glück. Baby Twitcher. Sie sind schon weg. Du meinst Alva? Ich erinnere mich an den Tag, als unser Großvater sie nach Hause brachte. Isabel. Sie hat meinen Hund getötet. Sprichwörtlich halbiert. Was? Nur weil er sich Alva nähern wollte. Wir hatten eine kleine Beerdigung für ihn. Oh Gott, Amalie. Alva war am Boden zerstört, hat es aber nicht gezeigt, hat nicht geweint. Stattdessen hat sie alles getan, um Isabel zu trösten. Isabel hat sich natürlich entschuldigt. Seitdem haben sich unzählige Personen bei mir entschuldigt. Aber niemand war so aufrichtig wie Isabel an jenem Tag. Nie wieder hat sie zugelassen, dass sie die Kontrolle verliert. Alva wurde sozusagen zu ihrer Kette. Wie der Maulkorb eines Hundes. Ja, das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Also die ist ja, die lebt ja für Alva. Die lebt einfach für sie. Nur wurde dieser Maulkorb irgendwann entfernt. Ich. Ich habe meinem Großvater ein Versprechen gegeben, dass ich Alva beschütze und diese Stadt. Meine
Mein erstes Versprechen habe ich jetzt gebrochen. Aber ich werde alles tun, um bei meinem zweiten nicht zu versagen. Der Ritter tritt ab. Ja, schwimmen wir weiter. Ich meine, okay, also Izzy hat eine krasse Fixierung auf Alva und beschützt sie halt wie, als wäre, keine Ahnung, als wäre sie, als würde sie ihr eigenes Herz einfach in den Händen tragen, so sehr beschützt sie Alva. So, nehmen wir an, wir würden unser Herz nicht in der Brust tragen, sondern wir müssen es die ganze Zeit in der Hand halten. Und so sehr beschützt sie Alva. Und ich vermute, sie hat sich jetzt einfach mit ihr verschüsseliert, um sie zu beschützen halt. Oder irgendwie zu retten oder so. Oh. Gleichzeitig war Izzy auch kurz davor, Sam zu töten, ne? Weil Izzy halt dachte, dass Sam das Böse ist, aber sie hat dann ja auch, glaube ich, dann realisiert, dass da eigentlich noch eher was anderes Böses ist. Und vielleicht will sie dem Ganzen auch auf die Spur gehen, ne? Das ist halt auch gut möglich. Na gut, machen wir weiter. Wollte Alva das über... Alva, die kriegt nichts mit, die ist ja schwer verletzt, die wird das gar nicht mitgekriegt haben, dass sie mitgenommen wurde. Aber ja, ob das ihr Wille ist, glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Alva irgendjemand eher ist, die sich nicht verstecken wird, sondern halt schon eher auf Risiko geht, ne? Alle sind fort. Es gibt hier nur noch uns. Ich erinnere mich. John, ich erinnere mich jetzt. An die Vergangenheit. Daran, wie du mich gefunden hast. Ich weiß gar nicht mehr, dass sie verletzt war. Ja, genau. Die lag die ganze Zeit hier noch im Bettchen dann am Anfang des Kapitels, ja. Und dann Grünberg. Oh nein, das hat sie ja eigentlich vergessen. Da waren wir doch eigentlich so froh, dass sie es vergessen hat, ne? Beziehungsweise ihr Körper wurde ja einmal benutzt von dieser Mutter und dann nicht mehr. Aber diesen Teil hat sie dann irgendwie vergessen von Grünberg und das war auch eigentlich ganz okay so. Ich habe mich entschlossen. Ich gehe nach Futura. Futura ist der Ort, an dem alles begann und an dem alles enden wird. Also sie wird auch ein Kind aus Futura sein und genauso wie wahrscheinlich diese Mutter. Die wird halt auch zu Futura gehören. Und ich vermute mal, das ist so einfach so eine erhobene oder so eine Frage, ob das einfach so eine weiterentwickelte Form der Menschen ist. Einfach. Weshalb die dann halt sich auch irgendwie über andere stellen, über andere Menschen stellen. Ich werde dorthin gehen und ich werde alles zum Abschluss bringen. Wirst du mir helfen, John? Wir müssen einen Weg finden. Nach Futura. Sichi, Digga. Aber selbstverständlich. Warum müssen wir uns ständig von tollen Leuten verabschieden? Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Speichern. Man sollte nicht glauben, aber dieses Prinzip mit den zwei Armen, da hat sich immer was bei gedacht. Schon, ne? Futuraner haben wahrscheinlich auch Mikrowellen, die Schüssel nicht warm werden lassen. Oh ja, das sind bestimmt richtig krasse Leute. Sollen wir uns mal den Hangar ansehen? Oh ja. Die Rakete ist weg. Das Shalomat. Eingangssignal außer Reichweite. Eingangssignal außer Reichweite. Das war ja auch immer Alva, die durch den Shalomaten gesprochen hat. Das habe ich ja auch immer irritiert.
dass Alva auch immer so getan hat, als wäre der Shadowbart ein eigenes, eine eigene Intelligenz, obwohl alle halt, alle bis auf Sam wussten, dass der Shadowbart eigentlich Alva ist. Also wenn der Shadowbart gesprochen hat, hat Alva gesprochen. Nur Sam wusste das irgendwie nicht. Und ich weiß nicht, warum. Und Alva hat sich auch Mühe gegeben, dass Sam das nicht herausfindet. Aber ich verstehe noch nicht so ganz, wieso. Alva, kannst du mich hören? Alva, kannst du mich hören? Signal verloren. Automatikmodus wird gestartet. Können wir dir sprechen? Helferbot, steht zu Diensten. Bitte geben Sie einen Systemnamen ein. Shalomat. Eingabe abgeschlossen, Name aktualisiert. Neuer Name registriert, Shalomat. Er ist einfach auf Werkseinstellung zurückgesetzt worden. Bitte Befehl eingeben. Finde Alva, finde Isabel. Ich würde sagen, finde Alva, oder? Suche nach Alva. Nicht gefunden. Letztes bekanntes Signal, Osten. 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 Osten? Bei Reisen östlich von Neudamm ist Vorsicht geboten. Die einzige Route führt über die Hauptstrecke. Laut einer unbestätigten Quelle befindet sich die unvergängliche Stadt Futura am östlichen Rand des Kontinents. Sind die beiden jetzt nach Futura aufgebrochen? Die Kartendaten sind unvollständig. Keine weiteren Informationen verfügbar. So, dann finde Isabel. Ja, nicht gefunden. Ebenfalls Osten. Ist aber alles dasselbe, ne? Ja. Okay. Genau, und für Reisen in den Osten, wie Twitcherino sagt, für Reisen in den Osten bitte 3 Jahre vorher Reisegenehmigung beantragen. Das heißt, wir müssen jetzt halt das Spiel noch 3 Jahre liegen lassen. Sorry, Leute. Das müssen wir jetzt halt noch ein paar Jahre liegen lassen. Oh je, na gut, dann also ich würde ganz gerne, dass wir in den Geschäften noch ein bisschen gucken, ein bisschen was einkaufen, schauen, ob wir noch irgendwelche Sachen aufwerten können. Snacks kaufen, ne? Dim, dim, dim. So. Was haben wir denn hier Schönes? Pistolen-Upgrade oder Flammen-Upgrade? Ich würde mal das Pistolen-Upgrade nehmen. Mehr ging halt auch nicht wirklich. So. Aber es sollte doch eigentlich auch einen Automaten geben, oder? Oh, was ist hier los? Was glaubst du, wann der Regen aufhört? Ich hasse ihn. Wenn es so weiterschüttet, können wir nichts unternehmen. So ein Mist. Und ich will doch nur Earthborn spielen. Können Sie die Maschine nicht reinbringen, Frau Tayama? Ach, ihr Früchtchen habt vielleicht Ideen. Wenn Oma versuchen würde, diese Maschine zu heben, dann würden ihre alten Knochen so schnell brechen wie Zweiglein in einem Häcksler. Sie hat gegellt. Sie ist schuld. Wenn ihr unbedingt spielen wollt, dann kauft doch die Maschine und schleppt sie selbst weg. Wow. Wenn wir so viel Geld hätten, wären wir wohl kaum hier.
Dieser mistige Regen hört doch nie auf. Oh, hey, es ist Sam. Wir haben gehört, dass die Prinzessin davongelaufen ist. Davongelaufen ist. Stimmt das, Sam? Ach wo, die Prinzessin weiß, was sich gehört. Es war Isabel. Sie hat Alva entführt und sich auf den Weg nach Futura gemacht. Futura? Du meinst doch nicht etwa die Stadt Futura? Genau die. Ich dachte, das wäre nur so ein altes Märchen. Ja, aber Isabel hat sich auf den Weg dorthin gemacht. Bedeutet das nicht, dass die Stadt echt ist? Sie ist echt. Hä? Frau Tayama, wissen Sie etwas über Futura? Wissen Sie, wie man da hinkommt? Spebs hatte übrigens geschrieben, dass er gegen 16 Uhr, glaube ich, irgendwann gegen 16 Uhr Pause macht. Und dann können wir vielleicht, wenn das, also wenn es klappt, dann können wir vielleicht das Paket auspacken von ihm. Ach, wie soll Oma so etwas wissen? Aber ich weiß, dass sie wirklich existiert. Denn der Großvater der Prinzessin, er kam von dort. Alvas Opa, stammt aus Futura? Echt, das war's? Das war die Unterhaltung? Futura ist ganz, ganz weit im Osten. Der einzige Weg, der dorthin führt, ist die Hauptstrecke. Ist das euer Plan, die Hauptstrecke zu nehmen? Stimmt, wieder gibt es wieder irgendeinen Seitenweg, den wir dann wieder nehmen dürfen, der voll verseucht ist mit Monstern, die alle scheiße sind. Alle lieben Prinzessin Alva, aber diese Isabel, sie ist ein wenig, naja, unheimlich. Wollt ihr denn auch nach Futura? Ich rede nochmal mit der Oma. Na gut, bei ihr kann ich nur Sachen kaufen. Dann decken wir uns mal eben mit Snacks ein hier. Suchst du etwa nach William, Kleine? Er ist hinten. Ja, mal gucken, ob der überhaupt noch da ist. Ist der überhaupt noch da? Bei mir hängt der Stream nach ein paar Minuten immer derbe nach. Muss heute schon mehrmals aktualisieren, damit Bild und Ton wieder synchron sind. Haben noch anderes Problem? Alles bereit? Alles ist gepackt und auf den Zug verladen. Dann ist der große Moment endlich gekommen. Diese Stadt war gut zu uns. Ich werde sie in bester Erinnerung behalten. Vielleicht sollten wir noch ein paar Tage warten? Auf keinen Fall. Wenn meine Berechnungen stimmen, dann treffen sie jeden Moment ein. Es ist Sam. Alles in Ordnung? Ah, wir reisen jetzt bestimmt mit denen nach Osten, oder? Daniel. Wie redest du nur mit der jungen Dame? Also, ihr zwei braucht etwas? Nach Futura? Interessant. Ein wirklich bemerkenswerter Ort. Doch der Fahrpreis ist leider recht hoch. Aber ich dachte, dass wir bereits... Er will uns wieder Geld abzwacken, ey. Ich sehe es schon kommen. Er will uns wieder Kohle abzwacken. Seit ich euch beide das erste Mal gesehen habe, muss ich daran denken, wie launisch das Schicksal sein kann. Und wie es der Zufall so will, sind wir auch gern Osten unterwegs. So, ich muss wieder Stiefel verteilen. Euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Dir auch viel Erfolg beim Stiefel verteilen und habt doch einen guten Arbeitstag. Halt durch. Wir glauben an dich und bis bald. Danke dir. Okay, wir wollen auch nach Osten. Einen kräftigen Burschen wie dich an Bord zu haben, wäre in unserem besten Interesse. Und du würdest in den Genuss einer kostenlosen Beförderung kommen. Was sagst du dazu? Eine Hand wäscht die andere? Klingt doch perfekt. Lass mich wissen, wenn du es dir überlegt hast. Ja, also von mir aus können wir los. Wir haben eigentlich alles soweit. Wir haben Essen und so. Ja. Wir sind bereits zur Abfahrt. Bibi Relic und hallo Faya. Einen wunderschönen guten Tag dir. Wie geht's? Hallöchen.
Bereit zur Abfahrt. Yes, auf geht's. Wunderbar, dann treffen wir uns an der Station. Erstmal Sachen packen. Ja, Neudamm, war schön, ne? Neudamm war echt cool. Die war auch so cool designt. Hat jetzt Spaß gemacht hier. Mein Gott, sagen die alle Tschüss? Sam, hallo Leute. Oder kommen die mit? Nee, die sagen Tschüss. Ihr wollt euch also wirklich aus dem Staub machen? Kein Grund, ein langes Gesicht zu ziehen. Wir sind alle gekommen, um euch zu verabschieden. John! Wir sind euch wegen gestern echt dankbar. Das kannst du laut sagen. Ohne euch wären sie im Magen von so einem Ungetüm gelandet. Und ihr habt auch viel für unsere Truppe getan. Wir können euch gar nicht genug danken. Danke. Sam! Jackson will dir noch etwas sagen. Hey, warum ich? Wollten wir das nicht zusammen sagen? Er traut sich nur nicht, es auszusprechen, weil es total kitschig klingt und alle lachen werden. Also, Sam und Herr Rauschebart. Was ich sagen wollte, ist, also, ihr seid unsere Helden. Oh mein Gott. Süß. Sag doch was. Jackson ist untröstlich, seit er gehört hat, dass ihr fortgeht. Ihr müsst einfach zurückkommen. Und dann spielen wir wieder Earthborn. John! Das ist Jasper. Die schicksalshafte Stunde des Abschieds ist also gekommen. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich glaube, dass ich bleiben sollte. Hier gehöre ich hin. Hm? Wo ist denn die Käferkönigin? Ja, die steht doch da hinten. Eben war sie noch da. Ihre Majestät! Erweist uns die Ehre! Die Straße nach Osten ist voller Gefahren. Selbst unsere Truppe wagt es nicht, diesen unseligen Weg zu beschreiten. Die Legende besagt, dass das Land dort in einen undurchdringlichen Nebel gehüllt ist. Ihr müsst vorsichtig sein. Immer auf Nummer sicher gehen. Nehmt dies, vielleicht wird es sich als nützlich erweisen. Danke euch allen. Ah, die Sonne lässt sich blicken. Oh, schön. Ihr verlasst uns also? Futura.
Mein Großvater hatte einmal davon gesprochen. Eine eingefrorene Stadt am östlichen Rand der Welt. Mit einem Turm, der bis zum Himmel reicht. Das wird keine leichte Reise. So viel steht fest. Ihr könnt immer noch eure Meinung ändern. Auf keinen Fall. Wir geben nicht auf. Ihr zwei seid etwas Besonderes. Ihr habt eine besondere Stärke, wie ich sie mir nicht einmal erträumen könnte. Wie sagt man gleich wieder? Auch der größte Pechvogel kann das Blatt noch wenden und am Ende den Jackpot kassieren. Ja, das war Neudamm. Nee, es kam kein Miasma. Wir müssen halt weg, weil Izzy hat sich ja die kranke oder schwer verletzte Alva geschnappt und ist halt mit ihr wahrscheinlich nach Futura aufgebrochen und wir wollen da jetzt hinterher. Und Sam ist auch eingefallen, dass sie selber auch aus Futura stammt. Und sie will die ganze Scheiße jetzt halt in die Hand nehmen. Hallöchen, Deadbrain, hallihallo. Nordbahnhof gönnt schon wieder kein Internet, das ist frech. Und ich habe keine Stiefelchen geputzt. Oh, anderes Team haben Kooperation mit Coavach. Okay. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Du bist ein Spinnennetz, das sich über die Zeit erschreckt. Erstreckt. Erschreckt ist auch schön. Ich erschrecke mich auch über die Zeit. Daran verfangen sich Erinnerungen, als wären es kleine Insekten. Aber ab und zu schlüpft eine unbemerkt durch. Und deshalb kommt es vor, dass du manche Dinge vergisst. Speichern! So, was hat Feier denn noch so geschrieben? Also, unüberlebt, den ganzen Tag denselben Prof, aber dafür früher ausgehabt und die Bahn zwei früher genommen. Ich konnte es noch im Hellen nach Hause schaffen. Du könntest es noch im Hellen nach Hause schaffen. Ich drück die Daumen. Drück die Daumen. Ah, danke für die Info bezüglich Coavach. Das ist natürlich interessant. Vielleicht, ja. Ich hätte die ja schon vor Monaten einfach mal anschreiben sollen, ne? Was aber nicht heißen muss, dass ich eine Kooperation kriege, wenn ich den mal schreiben sollte. John! Ergötze dich am Anblick dieses edlen Stahlrosses. Es ist unsere Karre, wie man so sagt. Der Eisenstutzen. Er hat einen Rahmen aus Schmiedeeisen und die Antriebskraft von 100 rassigen Hengsten. Dieser Zug ist das optimale Transportmittel. Und er wird von einem hochqualifizierten Chauffeur gesteuert. Ich bin mir nicht sicher, ob hochqualifiziert das passende Wort ist. Wollen wir uns auf Achse begeben, wie man so sagt? Wir haben eine lange Reise vor uns. Mit vielen, vielen Stunden angeregter Konversation. Rein! Oh, der Maler hat nach uns gewunken. Süß. Wie wir davon düsen. Neudamm, du warst schön. Danke für das Abenteuer. Still und starr ragt der Damm über dem Wasser empor. So wie bei unserer Ankunft. Und wenn wir fortgehen, wird er noch immer da sein. Schwarze Pünktchen wuseln durch die Straßen, wie Ameisen, die nach dem Regen ihr Nest reparieren. Nun fehlen ein paar vertraute Gesichter in der Menschenmenge. Und die Gesichter der Zurückgebliebenen sind starr und gefühllos. Wenn wir nicht gehen würden, wären wir vielleicht auch unter ihnen. Wenn sie nicht gehen würden, wären sie vielleicht auch unter ihnen.
Ich muss das immer leider voll schnell lesen, weil ich nicht weiß, wie schnell der Text weg ist. Deswegen kann ich es immer nur so gut machen wie möglich. Aber halt in Schnelli. Ist das nicht herrliches Wetter? Wir haben wohl den richtigen Tag für unsere Abreise gewählt. Wer wird denn so verdrießlich reinschauen, kleine Dame? Es gibt keinen Grund zur Sorge. Wenn du jetzt schon so nervös bist, dann wirst du mit den Nerven völlig fertig sein, noch bevor wir Futura erreichen. Warst du jemals in Futura, William? Leider nicht. Wir wissen über die Stadt genauso wenig wie du. Aber wenn die Legenden stimmen, dann müssen wir nur entlang der Hauptstrecke den Weg nach Osten fortsetzen, um nach Futura zu kommen. Ah, wir haben Neudamm schon aus der Sicht verloren. Daniel, Tempo, jetzt stabilisieren. Ja, Sir. Ich will natürlich nicht knausern, aber wir müssen darauf achten, dass uns der Treibstoff nicht ausgeht. Ich würde es lieber vermeiden, mitten im Nirgendwo stecken zu bleiben. Ja, verständlich. Die Atmosphäre in dem Spiel ist einfach so gut, wirklich. So gut. Sie liegt da immer so süß, wenn sie schläft. Man möchte einfach über den Kopf tätscheln, oder? Also wirklich, John. Ich wusste gar nicht, dass du eine Tochter hast. Sag bloß diese Lehrerin. Nein? Gott, was ist mit seinem Blick? Der macht mir Angst. Dann war es sicher Catherine. Sie schien an dir interessiert zu sein. Aber dennoch... Das ist ja nicht mal meine Tochter. Ach, was soll's, du brauchst es mir nicht zu erklären. Erwachsene wie wir haben für alles unsere Gründe. Ja, für alles unsere Gründe. Stimmt, William und John müssen sich ja eigentlich kennen, weil William ja jetzt auch nicht so der Jüngste ist. Daniel, ist er... Wie geht es ihm? Ach ja, er war schon immer ein eigensinniger Junge. Wie er sich einfach mit John unterhalten kann, ne? Wenn er nur nicht mein Sohn gewesen wäre, dann hätte er es um einiges leichter gehabt. Hey, was ist das? Draußen, John. Draußen ist eine Art Riesenpilz. Pilz? Oh, süß. Entschuldigung. Niedlich. Oh, das sind Pilzis. Süß. Schau an, was für Prachtexemplare. Warum sind diese Pilze nur so groß? So etwas hast du auch noch nicht gesehen, William, oder? In Neudamm würden sie jedenfalls ein hübsches Sümpchen einbringen, da bin ich mir sicher. Da vorne bildet sich etwas in den Nebel. Soll ich die Geschwindigkeit reduzieren? Interessant, na gut. Sicher ist sicher, wie man so sagt. Ja, das sieht irgendwie nicht so gut aus, ne? Da ist ein riesen Pilz am Fenster. Ja, ein Pilz. Hallo, Heizi. Na? Aber was ist das hinter uns? Keine Ahnung.
Was ist da hinter uns? Oh. Okay. Oh je. Schneller, Daniel. Wir werden von einem anderen Zug verfolgt. Erhöhe Geschwindigkeit. Oh oh. Ein riesiges Pilz. Der Zug ist so schnell, er wird uns rammen. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut. Schneller, Daniel. Kannst du noch mehr herausholen? Wir haben bereits die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Das gibt einen Crash. Oh oh. Um es mit den Worten von ICQ zu sagen. Oh oh. Leben wir noch? Was ist gerade passiert? Dieser Zug, das war der Eisenstutzen. Er sah genauso aus. Da musst du dich täuschen, meine Liebe. Ich habe den Eisenstutzen selbst erfunden. Auf der ganzen Welt gibt es keinen zweiten Zug dieser Art. Aber ich habe ihn gesehen. Hast du ihn gesehen, John? Ich, John, ich nicht reden. Ich nur da sein. Warum bist du nicht einfach rechts rangefahren? Ja, das ist eine gute Frage. Mit dem Treibstofftank stimmt etwas nicht. Sieht fast so aus, als wäre der Treibstoff, den wir gerade verbraucht haben, zurückgekommen? Was in aller Welt meinst du damit? Zurückgekommen? Genau das meine ich. Als hätten wir keinen Treibstoff verbraucht, seit wir die Pilze gesehen haben. Oder vielmehr, als hätten wir uns seitdem überhaupt nicht fortbewegt. Aber wie soll das möglich sein? Du brauchst nur nach draußen zu sehen, um zu erkennen, dass wir gerade gut auf der Hauptstrecke vorankommen. Wenn wir so schnell fahren könnten, ohne dabei Treibstoff zu verbrauchen, dann wären wir bald Milliardäre. Time Travel, genau. Thank you for traveling. Oh. Das ist ja komisch. Ich könnte schwören, dass wir hier schon vorbeigekommen sind. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Es ist doch die Deutsche Bahn. Das ist eine Zeitschleife, ja. Kritisch. Also gut, meine zu kurz gebratenen Freunde. Also gut, meine zu kurz geratenen Freunde. Erlaubt mir ein paar erleuchtende Worte zu äußern. Wenn alles wirklich stimmt, was ihr gesagt habt, dann sollten wir uns doch bald bei einem Nebel nähern, hm? Nebel voraus. Daniel, ich habe dir doch sicher nicht beigebracht, wie man lügt. Moment, meinst du es etwa ernst? Ja, ist doch alles voller Nebel schon in der Bude? Oh, da ist der Love Train wieder hinter uns. Da ist er, der andere Eisenstutzen. Ich habe meine Beine gerade einfach komplett eingewickelt in Kabel. Immer diese zu kurz gebratenen Freunde, die müssen mindestens Medium sein. Absolut korrekt. Hallo Svenno. Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieber. Na, du, hattest du eine einigermaßen gute Woche? Heiliger Bimbam. Schneller, Daniel. Er holt auf. Ich sehe nie wieder was. Verflixt. Wenn der Eisenstutzen in einen Unfall gerät, wird das richtig teuer. Von den Treibstoffkosten mal ganz zu schweigen. Wir sind wieder zurück. Aber was ist da gerade passiert? Ob das wie so ein Portal funktioniert? Ich hab's herausgefunden. Der andere Eisenstutzen ist der Knackpunkt. Sobald er uns einholt, geschehen, sagen wir mal, merkwürdige Dinge. Das bedeutet, wir müssen einfach schneller als der andere Eisenstutzen sein. Ja, mach mal einfach so.
Daniel war schon auf Höchstgeschwindigkeit. Wie wollt ihr denn noch schneller sein? Daniel, sieh zu, dass du den Hebel gut im Griff hast, denn sobald dieses Ding wieder auftaucht, wirst du alles aus diesem Antrieb herausholen, was nur geht. Ja, Sir. Wie sein Beinchen wackelt auf dem Ding. Das ist wie ich, wenn ich irgendwo am Kneipentresen sitze, ey. Auf so einem Barhocker und baumelt auch immer alles. Oh, da ist Izzy. Da ist Izzy. Schon wieder hier. Wir bewegen uns doch nicht etwa im Kreis? Dieser Nebel. Selbst das Wasser ist völlig still. Mach dir keine Sorgen, bald sind wir da. Ich glaube, Alpha ist viel zu fertig, um sich Sorgen zu machen. Die mordende Isabel. Ah, sie hat sich doch entschuldigt, dass sie den Hund halbiert hat. Ich kann es einfach nicht glauben. Wir sind der echte Eisenstutzen. Wie ist es nur möglich, dass dieser billige Abklatsch genauso schnell fahren kann wie wir, hä? Aber nein, ich darf mich von diesem eisernen Sträuch nicht ablenken lassen. Daniel, ich will, dass du im rechten Moment das einsetzt. Das? Aber das ist nicht sonderlich stabil. Papalapap, du machst dir zu viele Sorgen. Und wenn wir diesen elenden Raser nicht abhängen, stecken wir womöglich für immer in dieser Schleife. Und ihr zwei haltet euch besser gut fest. Wir geben nämlich gleich richtig Gas. Bereit, Daniel? Hochleistungstreibstoff geladen. Perfekt. Dann wollen wir mal sehen, ob sich unser Eisenfreund blicken lässt. Die Musik. Da ist der Nebel. Mach dich bereit, Daniel. Und warte meinen Befehl ab. Noch nicht. Komm schon. Mal kurz weg hier. Da ist er. Da ist er. Jetzt, Daniel, jetzt! Treibstoff aktiviert. Abfahrt oder so. Nut. Wir müssen einfach schneller als die Zeit sein, Leute. Kannst du schneller fahren? Er holt auf. Nein, wir sind schon am Anschlag. Wenn wir noch schneller werden, fliegt alles in die Luft. Da ist er. Verdammt. Sitzen wir etwa für immer hier fest? Alles okay? Das war durchaus schmerzhaft. War es das etwa? Sind wir erneut gescheitert? Ich glaube, dass wir mit etwas zusammengestoßen sind. Was? Schaut nur, dort. Ich sehe etwas. Okay, gehen wir mal gucken. Kabum, ja. Okay. Also links sind wir. Das in der Mitte ist doch dieser Bot bei der Mutter irgendwie, also in diesem Labor. Der ist doch dann irgendwann losgewackelt. V
Vor allem sind wir in einem anderen Zug drin gerade. Sind wir in einen anderen Zug reingecrashed? Wenn man sich wundert, woher sie den Text kennen und feststellt, das Tonbild nicht mehr synchron laufen. Ja, heute ist wohl, glaube ich, irgendwie so ein bisschen der Wurm drin, ne, bei einigen, ne? Oder halt bei mir, je nachdem. Was sind das da rechts? Tick, Trick und Track oder was? Affenmutter. Wenn der junge Herr davon erfährt, wird er außer sich vor Wut sein. Ganz gewiss, oh weh. Affenmutter? Warum heißt die Affenmutter? Und wer seid ihr beide? Wir sind auf dem Weg nach Futura. Wir wurden nur von einem komischen Zug aufgehalten. Ah, ihr sprecht von dem Zeitfeld. Innerhalb des Nebels ist der Zeitablauf nämlich etwas durcheinander. Ohne ausreichende Geschwindigkeit kommt ihr da nicht durch. Dann ergeht es euch wie a Hollywood. Ah, Hollywood. Sechstes Kapitel. Es war einmal in Ah, Hollywood. Ah, Hollywood? Moment, dann sitzt ihr hier auch fest? Fest, wir stecken alle irgendwie fest. Findet ihr nicht auch? Wenn ihr jedenfalls Hilfe benötigt, werden euch meine Kinder gerne helfen. Ihr findet sie im nächsten Waggon. Meinst du etwa die Gestalten da? Sind doch süße Kinder, oder? Sehen doch aus wie sie. Also ich finde, da sieht man definitiv Ähnlichkeiten. Die Mucke ist auch gut. Tja, also, ja, das sind auch meine Kinder. Aber ich fürchte, ihnen mangelt es ein wenig an Intelligenz. Verstehe ich gar nicht. Die sehen doch super fit aus. Ähnlichkeit ist unverkennbar, ja, ja. Nein, meine anderen Kinder sind weiter vorne und spielen. Bisschen mehr nach Pubs geraten, oder? Ja. Ja, das wäre auch das, was ich antworten würde. So, oh, die sind aber wahrscheinlich sehr nach ihrem Vater gekommen. Hm? Sie finden immer etwas Neues, mit dem man spielen kann. Okay, danke, Mama. Nennt mich einfach Mama, das machen die anderen auch so. Okay, dann danke, Mama. John, sieht sie nicht ein wenig wie dieser Roboter in Grünberg aus? Ja, schon sehr, ne? Schon sehr doll. Was zum... Okay. Es sind schon alles sehr spezielle Kinder. Ich werde mich nun mal zum Doc schwingen. Viel Spaß euch noch, vielleicht ja bis später. Mach's gut, Kane. Schönen Tag dir noch, wenn wir uns nicht mehr sehen. Und viel Erfolg. Und gute Besserung weiterhin. Also jedes Mal, wenn ich Mutter höre, muss ich an Skyrim und die dunkle Bruderschaft denken. Oh, das war auch eine legendäre Questline. Andere Mama nennen, die nicht meine Mama sind, ist irgendwie weird. Ja, vor allem, wenn man zu denen keinen Bezug hat in dem Sinne, ne? Wenn zum Beispiel, es gibt auch so Schwiegermütter, die auch dann das dann anbieten und so manchmal. Finde ich ganz, also weiß ich nicht, ganz seltsam. Also mit ein paar Vereinzelten kann man hier wohl angeblich halt reden. Der eine mit seiner Zunge hier. So, wir müssen mal eben eine Pipi-Pause machen. Und dann bin ich gleich wieder da, okay? Machen wir eben Pause. Bis gleich.